Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ich habe die Romagna, also Forli, habe ich komplett aufgedeckt. Das hier, aber nicht komplett. Eine Sache fehlt. Und hier wird es auch gerade schwierig. Ich kann einige Sachen noch nicht erklimmen. Das kommt aber noch. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, wir spielen hier erstmal weiter. Ich habe übrigens Geld auch aus von drüben geholt, ne? Also bedeutet, was waren das? Oh, Mailänderschwert. Das würde ich gerne haben wollen. Da haben wir irgendwas. Oh, Kavalleriestreitkolben wäre auch was Schönes für uns. Ich merke gerade, wir haben wieder neue Waffen. Können auch die Ochsenzunge nehmen. Oh, der Messer des Sultans. Ich würde mir das Messer des Sultans mal holen. Sehr gerne. Beehrt mich bald wieder. Wir haben jetzt die Metallrüstung, das ist schon mal gut. Und wir haben das Messer des Sultans. Die Sache ist jetzt die, ich werde jetzt auch erstmal noch keine Codex-Seiten holen. Ich würde gerne mit der Mission weitermachen. Damit wir ein bisschen was freischalten, ne? Sowas halt. Und damit wir Barbarigo vielleicht töten können. Oder so. Und ja. Das werden wir dann so ein bisschen noch hier weitermachen. Oh. Andere Seite, würde ich sagen. Nicht hier hin. Ich habe traditionelle hier lang. Sorry. Deine Waren sind kaputt. Willst du mal eine Narbe sehen? Nein. Ich will deine Narbe nicht sehen. Da werden wir. Wie komme ich nur hinein? Wenn ich die Wand... Oh, das geht nicht. Das schaffe ich nie. Ich muss einen anderen Weg finden. Oh, ja. Wir lernen es jetzt direkt schon. Wie man gut springen kann. Hey, ich brauche eure Hilfe. Euch. Wir müssen gehen. Ihr habt euch nie für die Rempelei entschuldigt. Los! Oh, Rabene, wohin? Zum Wasser. Das ist keine sehr genaue Angabe. Das ist keine sehr genaue Angabe. Rosa helfen, zum Fluss zu gelangen. Oh, oh. Alles klar. Alle hauen sie drauf einfach. Hey, Kumpel. Nein, Rosa, nicht drauf gehen. Batz. Hingerichtet. Der ist auch hier. Verfluchte Bogenschütze. So. Nimm das. Alles gut. Rosa. Rosa. Verfluchte Bogenschütze. Oh Mist, jetzt habe ich mich geheilt. Ich Idiot. Ja, okay, gut. Dann habe ich mich halt geheilt. Allein wäre ich besser dran. Was? Du bist doch diejenige, die nach meiner Hilfe gefragt hat. Jetzt umgehauen noch, Alter. Wo bleibt ihr denn? Ich bin doch da. Beeilt euch! Oh oh. Oh ja. Der ist weg. Der Ski. Der ist hier. Wo bleibt ihr denn? Hier. Beeilt euch! Ich muss ihn kurz auseinandernehmen. Jawohl, vier Wurfmesser. Vier Wurfmesser ist schon mal sehr viel wert. Ich würde die Wurfmesser jetzt auch gerade mal auswählen. Verfluchte Bogenschützen! Ergreift den Bastard! Und ihr Bastarde, wer will zuerst sterben? Alles klar.
Oh ja. Allein wäre ich besser dran. Alles gut, Rosa. Ha, Rosa. Zwei Wurfmesser, die habe ich gebraucht. Verfluchter Bogenschütz. Okay. Oh, shit. Keine Sorge, jeder von euch wird auf eine andere Art sterben. Bleib einfach unten, Bruder. Na. Ja, sehr gut. So. Ich wurde nicht einmal getroffen. Also Abmarsch. Sorry. War keine Absicht. Übrigens finde ich die Metallrüstung ganz nett, aber sie biegt sich zu sehr. Also man merkt halt, dass es ja nur ein wie nennt man das? Ein Bild drüber ist. Jesus, mein Bein! Okay, wir müssen Rosa wohl tragen. Ich habe euren Namen nicht verstanden. Rosa. Honorat, ich bin Ezio. Ich weiß. Ich was soll das heißen, ich weiß? Kommst du mir nicht? Danke, ihr schafft das. Ich habe alle Hoffnung in euch. Wir müssen wohl noch andere anheuern. Wir müssen sie nur dahin bringen, das schon, das reicht schon. Wir haben viel zu wenige Fraktionen. Das ist doch nicht notwendig. Oh nein. Oh ja, da kommen sie. Gnade, ich hab doch nichts getan. Zack. Der Ski. Der Ski. Da, auf ihn. Ich muss mich dir zurücklassen. Nö. Hallo? Ich würde... Danke. Nimm doch... Ich hoffe, ihr wollt mich nicht hier zurücklassen. Lass doch einfach alles fallen und nimm sie mit. Ugo! Oh, Mann. Ey. Was ist los? Rosa ist verwundet. Gebt sie her. Für den Rest des Weges nehmen wir das Boot. Vorsicht. Dann nehmen sie mit. Das geht doch La Volpe. Ich übernehme die Wachen. Oh. Oder ich schieße. Na du, was? So, der ist tot. Tötet sie, Ezio, schnell! Wo ist denn der nächste? Jetzt bräuchte die Dinger eher. Was? Der ist nicht tot nach einem Wurf? Ja. Ich bin viel zu schnell für euch, das ist das Problem. Er ist tot. Kommt, kommt, kommt. Da vorne sind noch welche. Sie sind überall auf den Dächern. Tut etwas, schnell! Abfahrt. Zack. Alles gut. Ihr seid da? Oh ja. Vorne noch. Dieses Mal entkommst du. Kommt hier. Brauchen echt lange. Okay. Die schaffen es. Alter, ist der Alarm.
oben, der wird's wohl sein, ne? Den muss ich gleich auch nochmal runterholen da. Sie schießen auf uns! Was? Woher? Wir haben schon seit 10 Minuten Ruhe. Ihr habt nicht einen Pfeil abbekommen, Alter. Jetzt hör auf. Abfahrt. Sie schießen immer noch auf uns. Was? Woher denn? So, der ist hier. Ich töte alle, die hier durch. Ah, du. Du bist auch weg. Der ist Ahi. Ich könnte sie anheuern, aber wozu? Es läuft doch gerade super famos. Frisch gefangene Igel! Wer braucht ein Adler? Also ich sehe niemanden mehr. Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Oh doch, wir müssen noch ein Stück weiter. Alter, Florenz ist schon eine krasse Stadt, oder? Die ist halt gefühlt mitten ins Meer reingebaut worden. Ich kenne die Geschichte nicht von Florenz und auch nicht die Baugeschichte. Es ist schon krass, oder? Muss man schon zugeben. Stirb. Wir müssen gucken, dass sie halt mit uns mitkommen, ne? Da unten ist noch ein Soldier. Gut, das war nicht mein Ziel, aber okay. Hallo? Ja, hier. So vielleicht, ja. Mach so weiter und ich werde dich in die Einheiten unserer Gastfreundschaft einladen. So, du bist hier. Wo sind die denn jetzt hin? Schon der Zone, jetzt reicht's mir. Die sind hier rein, das habe ich nicht gesehen. Oh Gott. Es tot, Idiota. Beten kannst du später. Auch Gott, Demonio. Ich muss zu Antonio. Vorsicht. Lasst mich das machen. Geht und sucht Antonio. Jesus, Hugo, tu, was er sagt. Jetzt geben wir schon die Neuen die Befehle. Der arme Dude. Hey. Aufwachen. Nicht umkippen. Augen auf. Bleib am Leben. Wir brauchen Hilfe. Ist ein Schuss ins Knie, eigentlich nicht mehr, aber du könntest trotzdem noch verbluten. Wo ist Antonio? Macht euch nützlich, schafft Platz für sie. Legt sie dort ab. Okay. Abfahrt. Wo sind wir? Daheim. Hilfe ist auf dem Weg. Dank. Rosa, was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald. Sehen wir uns das erst an. Sauber ein- und ausgedrungen. Das ist gut. Hol ihn raus. Rosa, wir müssen aufpassen, dass... Sofort! Wie du willst. Sag nichts! Ja. Tut mir leid, Piccola. Nicola, schieb dir dein Mitleid in den Hintern! Geh, hol Bianca. Mach schnell. Ihr müsst mir helfen. Wie? Nehmt ein sauberes Tuch. Och, zum Glück habe ich reagiert. Wenn ich die Hand wegnehme, drückt den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Jetzt! Porca puttana! Ben Fatto, ihr arbeitet gut unter Druck. Das wird schon. Sie hat Temperament, die Kleine. Avanti! Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Wer ist Bianca? Das wird wieder. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünsche dir den Pest, du Bastard! Dir und deiner dreckigen Hure von Mutter! Danke. Rosa ist mir sehr wichtig. Würde ich sie verlieren?
ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So sagt man. Tut nicht so überrascht. Wir wissen alles über euch, Sir Ezio. Über eure Arbeit in Florenz und in der Toskana. Gute Arbeit, wenn auch etwas ungeschlissen. Dann wisst ihr, warum ich in Venedig bin. Ich ahne es. Wenn ihr eine Minute habt, kommt in mein Büro. Wir haben etwas zu besprechen. Okay. Natürlich kommen wir in dein Büro. Du meine Güte. Ezio. Prego. Kann ich euch etwas anbieten? Biscotti und Kaffee. Was ist Kaffee? Ein interessantes Gebräu, das ich von einem türkischen Händler habe. Hier, kostet doch mal. Da muss viel reagieren. Etwas bitter, wenn ihr mich fragt. Irgendwas fehlt da noch. Ich weiß nicht, habt ihr es mal mit Zucker probiert? Oder Milch? Ich schätze, es ist eher etwas für Kenner. Aber genug davon. Wo waren wir? Das ist so schön. Eher etwas für Kenner. Ja, der Kaffee. Der Fehlschlag am Palazzo wirft uns zurück. Davon müssen wir uns erst erholen. Sicher wird Emilio die Zeit nutzen, seine Verteidigung zu stärken. Und die Unterdrückung des Bezirks fortsetzen. Wir haben nicht dieselben Motive, aber wir haben dasselbe Ziel. Sammeln wir unsere Kräfte und versuchen es erneut. Übereilte Taten bringen nur weitere Verluste. Nein, wir müssen abwarten und neue Pläne schmieden. Ich kann nicht untätig herumsitzen und warten. Nun, das müsst ihr nicht. Arbeitet mit uns. Meine Männer rappeln sich bereits wieder auf. Geht zu ihnen. Sie werden euch beschäftigen. Je eher ihr ihnen helft, desto eher können wir zuschlagen. Molto bene, Messere. Akzeptiert. Eine weise Entscheidung. Yay. Okay, es wird noch einige Missionen geben. Jetzt würde ich mal was gucken. Geht das schon? Nee, das geht noch nicht. Das werden wir jetzt noch lernen mit dem Jumpen. Jumping. Ich würde sagen, wir machen noch die nächste Mission, gerade bei Rosa. Salute, Rosa. Ihr scheint euch gut zu erholen. Wie gefällt euch Venezia? Die Stadt hat Charme. Aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Ekelhaft. Also? Was führt euch zu mir? Ich habe gehofft, ihr könntet mir bei etwas helfen. Und das wäre? Ich möchte so klettern lernen wie ihr. Oh. Va bene, das kann ich tun. Nun, ich nicht, aber Franco kann. Franco, beweg deinen Hintern. Zeig Ezio, wie man die Spitze des Gerüsts erreicht. Beginnt in einer hängenden Position. Dann springt zur Kante über euch. Erreicht ihr sie, greift mit der Hand danach und zieht euch hoch. So, gesehen, wie es geht? Ich glaube ja. Das werden wir ja sehen. Ever. Versucht es selbst. Bestes Tutorial ever. Im Game richtig gut erklärt. Ohne viel Tamtam. Ohne dass man sagt, ja, sonst rutschst du ab. Springt, Ezio! Genau, und das ist jetzt so mitunter eines der Greift Sachen. Am höchsten Punkt nach der Kante. Eines der Sachen, die wir nämlich brauchen, um auf die Türe zu kommen. So? Wie war's? So schnell geht das eigentlich. Es gibt bessere. Ah, ihr trefft mich mit euren harten Worten. Na gut, Angeber. Stellen wir euer Können auf die Probe. Kleiner Angeber. Ich bin ganz Ohr. Trefft mich vor der Frari-Kirche. Oh, vor der Frari. Okay. Affen machen alles nach. Alter, was? Sehr schön. So, wir haben den neuen Sprung gelernt. Das würde eigentlich auch bedeuten, dass wir im Grunde genommen jetzt jeden doofen Turm erklettern können, den wir eigentlich zu erklettern vermögen. Und das probieren wir gleich mal hier aus. Also, ich hoffe, also bei dem war ich noch nicht oben tatsächlich. Aber ihr werdet merken, wie schnell es jetzt hochgeht. So, so die. Man muss halt immer nur ein bisschen aufpassen. Wir kommen halt so viel höher. Also viel schneller, viel höher. Man darf halt nur nicht zu häufig springen. So,
Genau, ich glaube hier... Wobei, ich glaube, das ist sogar ein einfacher Turm. Es gab Türme, die waren schwieriger. Der ist mitten in der Stadthalde mal. So. Ja, der ging ja noch easy, sehr schön. Das war einer der Türme, die ich nicht gemacht habe, die ich nicht probiert hatte. Ist mir auch lieber, wenn ich eben nicht alle probieren muss. Sondern eher sage, komm, wir warten, weil jetzt kommen die schwierigen Türme. Genau, hier gibt es einen Erinnerungsanfang jetzt. Oh Gott, es gibt schon sehr viele Türme. Und es wird noch sehr viel Platz geben, den wir... Ja. Und, freischaufeln müssen. Ich meine, es gibt halt noch knapp 32 von den Dingern, also... Das ist nicht wenig. Also 32 Türme. Die müssen wir, also die würde ich noch versuchen, so weit wie möglich zu erklettern. Vielleicht nicht mehr alle, aber ein Teil davon. Ich würde hier einfach mal anklopfen, ich würde einfach mal weitermachen. Noch diese Folge. Dann schauen wir mal. Ah, Ezio. Ich hoffte, ihr würdet zurückkehren. Ich brauche euren Rat bei etwas. Natürlich. Sagt mir, was euch bedrückt. Emilio hat einige meiner Männer gegen mich aufgewiegelt. Bestechung und Erpressung, ja? Ja. Wir können nicht zuschlagen, bevor die Verräter erledigt sind. Sie sind noch in diesem Bezirk. Sie beobachten uns und erstatten Emilio Bericht. Das werden sie nicht mehr lange tun. Okay. Frühjahrsputz. Die verräterischen Diebe entlarven. Und das wird genau der Punkt sein, den wir jetzt noch machen. Mit kleiner... Ich hasse es, wenn man zweimal in dieselbe Ecke läuft und dann am Ende sich noch immer die Frage stellt, wie kann das sein, dass ich in der Jackkasse bin? Soli, komm hoch. Bubi, komm. Immer noch mal um. Abfahrt. Die Schäfchen des Herrn. Es sind überall Truppen. Ich bin gespannt, wo er sein könnte. Ich glaube, er wird auf dem Schiff sein. Echtes Können. Ich glaube, ich sehe ihn. Da oben ist er. Alles klar. Ich werde euch einfach alle umnieten. Gott. Hört doch auf zu schießen. Und gerade euch gegenseitig anzuschießen. Ich daneben. Glaubst du, du könntest irgendwas gegen mich machen? So, weg mit dir. Soli, dann haben wir den hier. Ihmchen hier. Ach, kann ich da irgendwie hochklettern? Danke. Diese Pfosten im Boden. Das sind ja keine richtigen Bojen oder sowas. Oh, salve. Ja, salve. Dann hier rechts. Ich bin mir nicht sicher, welcher näher wäre. Wir laufen mal einfach auf den hier zu. Moment. Einfach mal den Mund halten, ja? Und gleich mal fett beklauen. So. Der nächste ist also hier rechts. Okay. Dann einmal hier rüber. Suchen wir den nächsten. Cool. Der ist er doch. Kommt und ruf! Zack. Zack. Der ist auch weg.
Und jetzt können wir hier hoppla hopp. Dann hier rüber. Ja, ja, ist ja gut. Beruhig dich. Hey, ihr solltet nicht hier sein. Alles klar. Dann hier hoch. Ah ja, gut. Ich hab gedacht, ich muss schon wieder springen. Ich spring die... Hast du den... Aua. Nach all den Dienstjahren und zahllosen Tölpeln wie dir, gebe ich immer noch eine letzte... Die sollten noch vorsichtig sein. Jeder könnte eine Waffe dabei haben, auch wenn sie zu viert sind. Aber gut, okay. Ist ja immer so ein Grundproblem. Heutzutage ist man viel vorsichtiger. Ich glaube, auch damals war man vorsichtig. Also, niemand kann mir erzählen, dass der da irgendwie rumrennt. Und dann irgendwie meint, hey. Wie macht man das? Wie macht er das? Unten ist er. Zack, beide tot. Ist doch viel einfacher. So, oh, Entschuldigung, der Herr. Ich will nur kurz hier hoch, das Ding abreißen und mich dann in die nächste Folge verabschieden. Ja, ich würde sagen, dann schauen wir uns Florenz nochmal genauer an. Venedig. Von daher vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf dann. Ciao, ciao.